Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Portal. 20 Minuten nach der letzten Aufnahme. Juhu! Und mein Ding spielt rum. Ach, die technischen Probleme am Anfang immer. Leute, hört mal. Ich weiß, das Spiel ist eigentlich nicht horrormäßig und sonst was. Ich bin nur einfach so eine schreckhafte Person. Okay. Drücken wir es hinter uns. Okay. Ich will da nicht rein, ich hab Angst. Ah! Okay, wir gehen doch rein. Oh. Bitte passiert jetzt nicht, hör dich hinkommen. Bitte passiert jetzt. Oh! Das ist Ladedateien. Ich erschreck mich mit Aufruf Ladedateien. Oh, schade, dich kann ich diesmal nicht zerstören. Hm? Wie traurig, du. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Ich dachte schon, dass da irgendwas kommt jetzt. Level 17. Das ist so lange nicht um. Mir kann keiner erzählen, dass da noch zwei Level um ist. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Ja, ich passe immer auf meinen lieben hier auf. Solange keine komischen Monster da wieder kommen. So. Übrigens, Leute, das Spiel ist unfassbar cool. Wenn ich sage, bring was hinter uns, ist echt nicht böse gemeint. Ich habe nur einfach ein bisschen Respekt vor dem Spiel. Oh. Wie soll man da durchkommen? Spiel. Lass mich doch mal respawnen. Hallo. Danke. Hä? Das haben wir doch immer getroffen. Wir sind bei 3 Minuten. Spiel. Hallo. Nicht dich zerstören. Kann ich den hinwerfen, damit er mich nicht die ganze Zeit stört? Nein! Hallo! Oh nein. Ich lege fest. Würfel! Ja, das Spiel kaputt. Hallo? Ich muss mich jetzt selber töten. Hallo, kann ich mich bitte... Hallo! Kann bitte noch einer gespawnt werden? Puh, danke! Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. So? Wie soll ich denn da durchkommen? Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann.
Was? Was geht denn in dem Spiel ab? Nein! Häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Jo, und das ist gesundes Spiel. Ich bin noch angespawnt bekommen. Ich hab schon wieder verkackt. Bitte. Bitte spawn mal noch ein. Hallo. Spiel. Hallo, Spiel. Bitte noch einen spawnen. Jetzt hat er mit Treppen gemacht. Hä, hey, wie soll ich jetzt da durchkommen? Ich hab kein... Warte mal. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment. Ich hab's kapiert! Ich hab's kapiert! Mann! Diese Stimme macht mich verrückt! Ich hab's kapiert! Erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Spiel, das reicht doch jetzt! Ah, das macht mich irre! Ich werde hier noch verrückt. Oh. Und jetzt nochmal von vorne. Und jetzt muss ich nochmal diesen Ton hören. Das ist das, was mich verrückt macht. Ah, zum Glück nicht. Okay, da ist schon mal ein Portal. Und jetzt ist es normal. So. Und da ist was zurück. Muss ich mich jetzt da lang sneaken oder was? Hallo? Wichtiger Testapparat zerstört. Da fliegt schon wieder so ein Teil um.
Oh nee, was ist denn dahin? Oh, hier sind die Kameras, die ich immer zerstöre. Herze? Das hätte ich vorhin gemeint mit den Gegenständen. Ich will es gar nicht wissen. Ich will einfach nur raus. Bitte. Oh, ich habe tatsächlich mal eine Tür gemacht, die echt neben funktionieren würde. Oh. Und das Ding ist halt daran. Haben Sie, hat das Spiel noch einen Wunsch? Ach du Heilige. Ich brauchte meinen Würfel. Die Frage ist nur, wo ist der jetzt? Leute, übrigens, wenn ich übelst konzentriert bin, dann rede ich nicht viel. Das tut mir wirklich leid. Ich brauche den Würfel nochmal. Ah! Ah! Hallo Spiel. Okay, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Das gehe ich ernsthaft zurück wegen dem blöden Würfel. Doch da gar nicht mehr. Hä? Ah! Oh. Mit einem orangenen Portal so eine Kugel einfangen. Was hier ist, sind ja gar keine weißen Dinger. Wie soll das denn gehen? Ach du Heilige. Oh. Ich rede jetzt schon so lange nichts mehr. Würfel! Okay, Würfel. So.
Jetzt, okay. Und jetzt müssen wir hinbekommen. Ne, jetzt wird es ja nach da unten gepustet. Hier? Ne, da. Oh! Ja? Ja, okay. Was hat es uns jetzt gebracht, dass das Ding hochgeht? Und was bringt mir das? Ne, jetzt mal ohne Witz, was bringt mir das? Ich habe jetzt hier eine Plattform. Und weiter? Ah, ich kann auch hier einfach durch. Ich trage mal meinen Würfel wieder mit. Nein, hier muss, nein, hä? Ich check gar nichts. Obwohl doch, warte mal, hier ist doch eine Leitung und hier muss doch der Würfel, wenn ich da den Würfel mache. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Den werden wir definitiv nicht ignorieren. Ah, wir sollen da hoch. Okay, wo ist das nächste? Okay, wo müssen wir hin? Das haben wir. Wir bauen das hier. Dafür müssen wir diesen hier aktivieren. Wir aktivieren den mit dem Würfel. Den hier können wir dann mit der Hand. So. Dann brauchen wir für den vollen Anfangsraum diese Kugeln. Oh! Wichtiger Testapparat zerstört. Ist mir egal. Und dann müssen wir jetzt mit den Orangenen. Wichtiger Testapparat zerstört. Ja, ich bin kamerascheu. So. Hier muss doch jetzt die Kugel durchgehen. Kugel. Wo ist denn die Kugel jetzt? Das wird nicht mehr gespawnt, oder was? Jetzt muss es gehen. Hoffentlich, Spiel. Ich habe sehr wenig Geduld, weißt du da? Oh! So. Wieso sind jetzt die Kugeln?
Ja gut, sie wurde zerstört. Es müsste eine Kugel eigentlich... Ja. Ah, warte mal. Das geht ja auch nicht. Wie kriegen wir es hin, dass die hier auch aktiviert wird, Leute? Yes! Halleluja, ist das nicht gut. Jetzt muss ich auch die Chance schaffen. So. 1, 2, 3. Nicht geschafft. Eins. Zwei. Yes. Yes! Unser Ball. Wir brauchen den Ball. Och, das kann nun wohl nicht wahr sein. Muss ich dann diesen Jumpen-Dings-Wander mit dem Ball schaffen. Das Spiel will mich doch komplett veräppeln. Ball, komm mit. Würfel meine ich. So. Das wird schwer. Oh. Yes. Bitte. Spiel. Zack. So. Zack. Zack. Yes. So, würfeln. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Ich verbrenne jetzt nicht meinen Würfel. Spiel. Ich kann noch nicht mal verbrennen. Oh. Seien Sie versichert, dass ein Gremium unabhängiger Ethiker das Enrichment Center, das Aperture Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die Sterbehilfe freigesprochen hat. Moment mal, was? Geht es noch auf Zeit. Der Begleiter Kubus war bisher ein treuer Kumpan. Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Was soll ich denn machen? Ich will in das Spiel weiterkommen. Och Mann, Zerwürfel. Nee, wenn ich die Grund.
Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Moment mal, was? Ich werde gebacken. Und dann machen die aus mir einen Kuchen? Also, das ist zu schwer für mich. Das ist gerade komplett zu viel für mich. Das ist gerade komplett zu viel für mich, Leute. Ich habe 17 Minuten das Spiel davor gehabt und guck mal, wie lange ich jetzt schon dran sitze. Ich werde irre im Kopf. Nee. Nee, Leute. Das war's. Ich muss es morgen noch schneiden. Dann wird mir, glaube ich, das erst alles klar. Puh. Okay, Leute. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Boah, ich kann nicht mehr. Tschüss. Wie viel Aufnahmen habe ich jetzt? Ich glaube 5. Puh.